Okay, was haben wir hier? Aha, nicht übel. Aha. Kann mehr Gegenstände tragen. Nicht schlecht. Beruhigen. Okay, aber das hat jetzt nichts auf unsere Sprachkunst an sich zu tun. Da sollten wir vielleicht einfach mal das Charisma an sich ein bisschen aufwerten. Besten gleich doppelt. So. Okay, und wir haben gleich ein paar Optionen mehr übrig. So, aber war das jetzt alles hier? Nö, ich glaube nicht. Strong ist noch irgendwas entdeckt. Aha. Was haben wir denn hier noch? Ein Ordner. Hier brauchen sie ja alles nicht mehr. So. So. Eine Aluminiumdose und das wird Emoji drin, oder? Na? So, Hallöchen. Sag bloß, Jack hat dich geschickt. Zu viel Licht. Mein Alter? Bist du Jacks Schwester? Ich hatte mit jemand Jüngerem gerechnet. Du weißt, wie man einer Lady schmeichelt, nicht wahr? Damit das klar ist, ich bin Jacks jüngere Schwester. Das Nesthäkchen. Sobald ich zu Hause bin und etwas von Jacks Serum nehme, bin ich wieder so schön wie immer. Was? Ob das Serum das Alter umkehrt? Da ist sie verrückt. Sie sieht fabelhaft aus. Und das wir nicht glauben, aber wir fragen einfach mal. Jack hat ein Serum, das das Altern umkehrt? Eigentlich hält es das Altern eher auf. Ach, dafür Mit ist es denn... Mit 32 habe ich angefangen, es zu nehmen. Also sehe ich so aus. Du wirst nach meiner Behandlung schon sehen. Ich war eine der Schönheiten der Bostoner Gesellschaft, als es noch eine gab. Und wenn sie keins bekommt, dass wir ungeduldig nerven, genervt. Und dass nur noch eine Ampulle übrig ist, das behalten wir, denke ich mal, für uns. Was passiert, wenn du kein Serum bekommst? Oh, darüber brauchen wir uns keine Sorgen zu machen. Ich war schon viel länger ohne Behandlung und das hatte bisher keine bleibende Wirkung. Okay. Dann würde ich mal. Na, es ist nur noch eine Ampulle übrig. Ungeduldig. Und man. Oh, ich weiß nicht, ob ungeduldig gut ankommt. Ich Ja, wie probiere es auch mal. immer. Wir sollten aufbrechen. Es war nicht meine Idee, dass du deine Nase in meine Angelegenheiten steckst. Dass sie undankbar ist, dass sie verschwinden will, dass wir sie wieder einschaffen. Ich helfe gern. Aber undankbar wäre überreden. Probieren wir es mal. Du könntest der Person, die dich gerettet hat, etwas dankbarer sein. Oh, Thomas hatte mich irgendwann gehen lassen. Aber ich wollte nicht länger warten, ob er zur Vernunft kommt. Also, vielen Dank. Na Thomas also. langweilt mich sowieso. Zuerst war er echt interessant, aber als wir dann hier waren, hat er sich nur wie ein Rohling benommen. Er hat gedacht, er könnte mich zwingen, seiner absurden Sekte beizutreten. Der Freund ist tot, gehen wir. Ob sie was braucht? Brauchst du noch was, bevor wir gehen? Nein, ich hatte nichts Wertvolles dabei. Keine Sorge, ich finde den Weg nach Hause. Ich bin noch nicht bereit, meine Mutter zu sehen. Und danke. Ich bin sehr froh, dass du nach mir gesucht hast, auch wenn ich eigentlich nicht gerettet werden musste. Ja, ist okay. Wir haben auf jeden Fall unsere Aufgabe abgeschlossen. Nicht übel. Wir nehmen mal hier noch mit, was da ist. Weil, wie gesagt, die Leute brauchen es, glaube ich, nicht mehr. Ich wollte das nicht. Ich wollte das nicht. Ich verspreche es. Also wirklich, ne? Aber sie sind auf einmal ziemlich aggressiv geworden. Oha, es wird Abend. Ein bisschen gucken wir uns noch um. Vielleicht gibt es ja noch irgendwas halbwegs Wichtiges. Was ist denn hier oben? Das gehört hier, glaube ich, nicht mehr zu dem Amphibientheater dazu. Mirlox, Mirlox, ne? Ich bin mir noch nicht sicher, ob mir das Radiumgewehr gefällt. Ehrlich gesagt. Das weiß ich nur nicht ganz genau. So, das Jagdgewehr, das hat auch schon ordentlich Wumms. Was ist eigentlich das? Das chinesische Offizierschwert gezackt. Na gut. Ist doch gar nicht mal so übel. Bäh! Oh, was für eine schöne Brücke. Aber nur, was hier so hübsch ist. Okay. So, also wir haben die Quest bestanden.
zum Haus der Cabots zurückkehren. Gut, würde ich mal sagen, das machen wir doch so gleich. Und gucken, ob die gute Frau auch nach Hause gekommen ist. Das Serum hält also das Altern auf. Wo kriegen die denn bitte so ein Serum her? Das hat die Radioaktivität um 35.000 verringert. Was? Aber was ist das? Das hat doch bestimmt irgendeinen Nebeneffekt. Oh, das ist nicht ganz koscher, wo es herkommt. Also irgendwas wird damit sein, da bin ich mir ziemlich sicher. Das kann ja komisch sein. Richtig strong. Komm einfach mit, ne? Hier drin ist es schön. So, mal sehen, wie sich das jetzt hier weiterentwickelt. Edward! Edward! Oh mein Gott. Jetzt passiert es. Modulator. Hast du verstanden? Ist das besser? Es funktioniert. Edward, was ist da los? Wir werden angegriffen. Sie sind im Gebäude. Im Gebäude? Kannst du sie vom Keller fernhalten? Ich versuch's, Jack. Ich habe noch nie Rainer gesehen, die... Um Himmels Willen, Sunny, die Tür, das... Entschuldigung, hier ist gerade einiges los. Hör zu, wenn sie im Gebäude sind, musst du zum Büro und den Aufzug abschalten. Sie dürfen auf keinen Fall zu Lorenzo vordringen. Verstanden. Büro, Aufzug. Du solltest so viele wie möglich zusammentrommeln und rüber. Hallo? Edward? Bitte melden. Edward! Die Verbindung ist weg. Ganz weg. Was ist los, Jack? Wenn diese Leute in Parsons eingedrungen sind, wenn sie ihn befreien... Keine Sorge, ich regle das. Ich wusste, dass es so enden würde. Ich hätte nie zulassen dürfen, dass du Lorenzo dort einsperrst. Das ist nicht wirklich hilfreich, Mutter. Außerdem war es deine Idee, das Serum zu verwenden. Was wirst du also tun? Ich sagte doch, ich regle das. Ich überlege. Oh, was willst du? Was ist los? Das war Edward. Er ist in Parsons, der alten Irrenanstalt. Sie werden von Raidern angegriffen. Seltsam. Die Wachen haben sonst die Raider ohne Probleme abwehren können. Ich weiß nicht, was diesmal schiefgelaufen ist. Was passiert ist, dass wir die Schwester gefunden haben? Das sagen wir mal als allererstes, würde ich mal sagen, als Info. Ich habe Imogen gefunden. Es geht dir gut. Oh, ja, gut. Gott sei Dank. Wenigstens ein kleiner Trost an diesem scheußlichen Tag. Du möchtest deine Bezahlung haben. Normalerweise regelt Edward diese Dinge. Kronkorken sind eure Währung, richtig? Hier. Ich hoffe, das ist der richtige Betrag. Jetzt müssen wir uns aber auf den aktuellen Notfall konzentrieren. Wie kannst du bei der Sicherheit deiner Schwester so herzlos sein? Ich frag mich, ob es dieselben Raider sind, die die letzte Lieferung gestohlen haben. Wenn sie das unverdünnte Serum verwendet haben, würde das ihren ungewöhnlichen Erfolg gegen Edwards Männer erklären. Das Serum als Frage... Gehen wir und später klären. Ich würde mal gern versuchen, ihn zu bewirken. Was genau bewirkt das Serum? Du solltest mehr erfahren. Der Hauptvorteil des Serums ist, das Altern aufzuhalten. Meine Familie und ich sind über 400 Jahre alt. Aber es hat auch andere Nebenwirkungen. Besonders unverdünnt, so wie es die Raider gestohlen haben. Es erhöht die Stärke und Widerstandskraft gegen körperlichen Schaden. Dann sind zumindest einige der Raider viel gefährlicher als diejenigen, mit denen ihr es sonst zu tun habt. Die Quelle für das Serum ist, glaube ich mal, Lorenzo. Genug Nonsens, Parsons, das ist wohl die Innenanstalt. 400 Jahre alt. Aber ich glaube, die Quelle... Woher habt ihr das Serum? ...ist wichtiger. Mein Vater, Lorenzo Cabot, ist in Parsons eingesperrt. Was? Er wurde gefährlich und labil, nachdem er ein Artefakt bei einer archäologischen Ausgrabung in Arabien gefunden hatte. Er verfügte über verschiedene scheinbar paranormale Kräfte. Wurde aber auch irrational und gewalttätig. Am Ende musste ich ihn einsperren. Zu seiner eigenen und zu unserer Sicherheit. Jack, bist du sicher, dass er das alles erfahren sollte? Bei meinem Versuch, ihn zu heilen,
habe ich entdeckt, dass das Artefakt Anomalien in seinem Blut hinterlassen hatte. Die Quelle seines Wahnsinns ist auch die Grundlage für die Behandlung, die unser Leben verlängert hat. Die Ironie des Schicksals. Oh. Aber wenn er aus Parsons flieht, würde ich meinen Vater für immer verlieren. Das lasse ich nicht zu. Ganz zu schweigen davon, dass er durch das Artefakt paranoid und sehr gefährlich ist und über außergewöhnliche Fähigkeiten verfügt. Die Fähigkeiten, dass wir ihn nicht gekommen lassen sollten, na ja, unhöflich. Dass wir uns beeilen sollten, da bin ich auch der Meinung. Ein Artefakt? Anomalien im Blut, Alter, was für eine krasse Quest. Ja, genau. Welche Fähigkeiten hat er denn? Größere Stärke. Außergewöhnliche Widerstandskraft gegen fast alle körperlichen Schäden. Oh, und eine Art lokale Telekinese, die vom Artefakt scheinbar selbst projiziert wird. Deshalb habe ich ein Dämpfungsfeld in seine Zelle eingebaut. Wir müssen die Eindringlinge aufhalten, bevor sie es ausschalten. Bevor wir gehen, musst du eines wissen. Wenn wir in Parsons sind, musst du genau das tun, was ich dir sage. Nicht mehr, nicht weniger. Verstanden? Warum das wichtig ist, würde mich interessieren. Warum ist das so wichtig? Wenn die Eindringlinge an Edwards Männern vorbeigekommen sind, haben sie vielleicht Lorenzo befreit. Ich bin der Einzige, der weiß, wie man mit ihm umgeht. Ist das deutlich genug? Okay, aber ich mag es trotzdem nicht, herumkommandiert zu werden, aber ich glaube, er könnte davon Ahnung haben. Eventuell. Okay. Gut. Stell sicher, dass du alles für einen ernsthaften Kampf dabei hast. Ich warte draußen auf dich. Tu ihm möglichst nicht weh. Ich liebe Vater genauso sehr wie du. Aber du weißt ebenso wie ich, dass es nur eine Option gibt, wenn er ausbricht. Lass es nicht dazu kommen. Bitte. Ich werde mein Bestes tun, Mutter. Und wenn Imogen endlich nach Hause kommt, lass sie um Himmels Willen nicht wieder gehen. Jetzt muss ich aber wirklich los. Keine Sorge, wir haben Strong dabei. Mit dem kann uns nichts passieren. Oh, das war gerade nicht so geplant. Na gut. Oha, ein Artefakt hat er gefunden, was ihm paranormale Kräfte gibt. Anomalien im Blut, was die nicht altern lässt. Und das ist der Vater. Das ist also Lorenzo. Ich bin höchst gespannt. Eines steht fest. Wir dürfen unter keinen Umständen zulassen, dass Lorenzo aus Parsons befreit wird. Ich würde meinen Vater für immer verlieren. Das darf nicht passieren, nachdem ich so lange versucht habe, ihn zu heilen. Oh, du wolltest ihn heilen, das finde ich schön. Ich dachte, der hätte das selbstsüchtig benutzt, um seine Familie... Ne? Eine Garne. Eine Gunner-Notiz, okay. Vielleicht gucken wir die das nochmal kurz an. Wir haben ja Zeit. Wo haben wir sie denn? Oha. Da ist die Moral, da können wir nicht viel machen. Oha. Oh, wurde das Starlight Drive-In angegriffen? Oha, da müssen wir vorbei. Nee, das habe ich gar nicht mitbekommen. Wieso? Na gut. So, wo waren wir hier? Das war, glaube ich, bei Diverses, oder? Mit G. Gaku-Gaku-Gaku-Notiz. Hier. Ich habe die Information. Die Bande in Walden Pond sieht gefährlich aus, aber ihr Anführer hat das 10mm-Ding, wie der Kontakt es gesagt hat. Mit dem richtigen Trupp können wir uns das Teil holen. Es scheint irgendwas Wichtiges. Finde 10 mm? Eine Waffe? Das Artefakt, das Lorenzo so gefährlich macht. Wenn es entfernt werden könnte, wäre seine Psychose bestimmt geheilt. Aber bisher sind all meine Versuche gescheitert. Es ist zu stark mit seinem Nervensystem verbunden.